Hallo und herzlich willkommen hier auf Miniklangwunder. Heute möchte ich euch den Soundmagic E11, in dem Falle den E11C, vorstellen. Das ist ein In-Ear-Kopfhörer für etwa 50 Euro, ich glaube 49,99 Euro, und zwar mit der Ausführung Kabel mit Controller, also das C steht für Controller, Kabelfernbedienung, das habe ich gesucht, das Wort. Ja, so kommt der verpackt an. Nehmen wir mal hier raus. Eigentlich ganz schön gemacht. Ansonsten, wie ich den jetzt hier so sehe, ist der mit Metallgehäuse. Auch der Kabelcontroller ist aus Metall. Es wird Aluminium sein. Mal gucken, ob wir den hier scharf gestellt kriegen, den Controller. Na, ja, hier. Hier die Gehäuse, auch die halte ich mal ins Bild. Ja, mit dem Kabel, das Kabel, ich roll das mal ein bisschen zusammen, dann kann ich auch das Kabel gleich mal zeigen. So, und zwar, hier ist das Kabel, das ist verdrillt, aber auch gleichzeitig so ummantelt, gummiert, möchte ich das mal nennen. Hier sind die, na, störrischen kleinen Gehäuse. Ich gucke mir das mal an. Die sehen alle, also die Gehäuse sehen identisch aus, bis auf ja, ein L und ein R, natürlich für links und für rechts. Oder aber hinten, na, ich gucke mal, ob man das hier in der Kamera so sehen wird. Da ist einmal das Logo von Soundmagic und das dürfte dann auch, mal gucken, der linke sein. Also hier links mit Kabelfernbedienung. Halten wir nochmal rein. Vielleicht kriegen wir es jetzt scharf. So. Auf jeden Fall wird es schwer, wenn man den irgendwie aus der Tasche nimmt, im Dunkeln oder im Dämmerlicht herauszufinden, was ist links, was ist rechts. Also unbedingt von der Kabelfernbedienung ausgehen. Dann weiß man, das ist die linke Seite. Einfach einstecken. Rechte Seite. Und dann passt das Ganze. Ja, und jetzt habe ich hier mit dem Kopfhörer so viel schon hier rumgemacht. Da sieht man, glaube ich, ganz schön, dass das Kabel nicht verheddert. Das ist jetzt flexibel. Ja, also hier, man sieht das auch. So ein bisschen möchte sich das aber trotzdem auseinander, ja, auseinanderfalten oder wie man das auch mal nennen möchte. Also immer in die Langposition zurückgehen. Ich wickel das nochmal auf. Ja, also sehr schön. Super gemacht mit dem Kabel. Ob mir das auf Dauer so gefällt mit dieser Gummierung, das ist nicht so ganz meins. Ich mag mehr die Kabel, die so durchgeflochten sind, aber das ist erstmal gar nichts Schlimmes. Das ist ja so, wie es ist beim Kopfhörer. Letztendlich kaufe ich den nicht des Kabels wegen, sondern weil er gut klingt. Beziehungsweise weil er gut, hoffentlich gut klingt, so muss man das nennen. Das weiß man ja eigentlich immer erst dann, wenn man die Kopfhörer ja, dann da hat, gekauft hat, aufgesetzt hat, gehört hat. Hier ist noch ein schönes Case dabei. In dem Case, da sind die Silikon-Tipps, und zwar hinter einer ja, kleinen Netztasche, da stecken die drin, hier ist so ein Beutelchen, da sind dann nochmal die restlichen Silikone drin. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Case zu benutzen, denn ja, der Kopfhörer mit seinem Kabel, das quasi verhedderungsfrei ist, hat nämlich die Eigenschaft, wenn man das jetzt nur so zusammenrollt und in die Tasche steckt, dass aufgrund dieser Gummierung auch gern mal dann Schlüssel daran hängen bleibt, weil sich das auch in der Tasche, man sieht es hier, quasi von selbst wieder ja, in die Ursprungsposition nämlich in die lang ausgerichtete Kabelposition zurück verwandelt. Da ist jetzt zwar kein Gedächtnisdraht oder sowas drin, das kennt man ja. Metalle mit Gedächtnis, die sich dann wieder in ihre Ausgangsposition zurückverformen. Das ist ja natürlich nicht der Fall, aber aufgrund des Verdrillens und dieses Ummantelns ist es schon so, dass wenn man den egal wie zusammenwickelt, dass sie immer eine Kraft ist, die das Ganze wieder auseinanderdrückt.
Das ist natürlich auch ein bisschen das Geheimnis, warum sich dieses Kabel quasi nie verheddert. So, das heißt also, zum dritten Mal jetzt zusammengewickelt, nicht einfach in die Tasche rein, auch nicht einfach in das Case, mache ich es nämlich einfach oder lege ich es einfach hier so in das Case rein und denke nicht dran, zeige ich euch jetzt auch. Nehme das Case aus der Tasche, öffne das, mache es auf, dann fällt mir quasi der Kopfhörer schon direkt entgegen. Na, dafür gibt es natürlich auf der anderen Seite auch wieder das Täschchen. Auch ganz einfach, auch hier sieht man jetzt Kabel herausgefallen, verdrillt nicht, verheddert sich nicht, ist immer noch schön verdrillt. Wird hier eingelegt und schon habe ich, wenn man es so drin hat, kein Problem beim Öffnen. Ja, was kann der Kopfhörer? Das erfahrt ihr im Detail auf meiner Seite. Da habe ich auch wieder Hörproben hinterlegt, sprich Tracks aus meiner Playliste auf Mini-Klangwunder, die ich damit gehört habe, wo ich euch dann sage, wie das für mich klingt. Ist natürlich rein subjektiv der Eindruck, den ich euch da vermittle. Objektive Klangwahrnehmung gibt es eigentlich gar nicht, weil jeder Mensch anders Klang wahrnimmt, anders hört. Das hat mit dem Hörvermögen zu tun, das hat auch mit der Herkunft der Nationalität ein Stück zu tun, was eben ja, da für Musik im Kulturkreis eher gehört wird. Und von daher kann ich immer nur subjektiv beschreiben, wie ich das empfinde, so eine Kopfhörer, ob die für mich gut sind oder nicht. Ich bin da auch ganz ehrlich, für mich muss ein Kopfhörer auch nicht immer neutral sein und ich suche auch nicht den einen Kopfhörer. Die dürfen ruhig mal unterschiedlich klingen. Das heißt nicht, dass die deswegen irgendwie schlechter sind. Es kann durchaus vorkommen, dass ich zum Beispiel einen Kopfhörer, jetzt sage ich mal, 90% oder 95% Bewertung gebe, weil mir der einfach super gefällt, ist aber ein Bassmonster, aber der macht dann alles richtig. Wie ist das bei dem hier? Das ist kein Bassmonster, der klingt sogar relativ neutral. Im Bassbereich ganz leicht betont. Ganz leicht betonter Oberbass. Die Mitten sind auch etwas zurückgesetzt und Brillanz und Hochton sind vorhanden, aber auch etwas, na, soll ich sagen, etwas, ja, ich drücke es mal vorsichtig aus, sie sind da, die pieksen nicht ins Ohr, dürften für mich einen kleinen Hauch mehr sein. Was ich sagen kann, ist, die Kopfhörer, die kann man auch laut richtig lange hören, also wenn man jetzt draußen unterwegs ist, schnell eingesteckt, geht ja ruckzuck. Man weiß, wo links und rechts ist. Damit gehört, auch wenn es draußen ein bisschen lauter ist, gar kein Problem. Und wenn man lauter stellt, ist es eh so, gerade draußen, dass ja der Hochton dann nicht zu stark sein sollte. Also für mich zumindest nicht, weil das nervt dann richtig schnell und da habe ich dann auch keine Lust, lange mit so Kopfhörern zu hören. Also von daher ist der wirklich super. Für etwas leiseres Hören hätte ich mir da ein bisschen mehr Brillanz gewünscht. Ja, wie gesagt, genau. Ein Detail auf meiner Seite nachzulesen, miniklangwunder.de. Guckt gerne dort vorbei und es würde mich freuen, ja, wenn ihr hier einen Daumen nach oben gebt und auch ein Abo dalasst. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, tschüss und bye bye.